So, hallo und herzlich willkommen. Ja, okay, vorm Wald, streng genommen, oder überm Wald und zum Adventskalender, denn es ist Winter, wie man sieht. Und ja, das bringt uns auch schon zum passenden Thema, denn was machen denn Säugetiere wie wir, also ich, ziemlich warm an, aber was machen generell Säugetiere wie wir im Winter, sofern sie nicht die Möglichkeit haben, sich noch wärmer anzuziehen und die hier halt langzeitig bleiben müssen und nicht nur wie ich relativ kurz, und dann fängt man nämlich schnell an zu frieren, weil außerdem hat nicht jeder einen Lodenmantel und drum müssen wir hier auch nicht allzu lange stehen bleiben, denn Frau hat keinen Lodenmantel und Frau wird kalt, wenn wir hier jetzt im Wind allzu lange bei der fantastischen Aussicht allzu lange verharren. Oh, die Aussicht ist da drüben auch fantastisch. Wartet mal, ich drehe euch mal ein bisschen. Guck mal da hinten, das sieht auch toll aus, gell? Ja, jedenfalls, wir gucken trotzdem jetzt gleich wieder dahin, denn da stehe ich halt jetzt. So, Tiere im Winter. Im Wesentlichen gibt es vier Möglichkeiten, was Tiere tun können, wenn es um das Thema Winter geht. Möglichkeit 1 muss ich nicht weit großartig besonders lange behandeln und möchte ich schnell vorwegnehmen, nämlich nicht da sein. Selbsterklärend, ne? Also wer irgendwo wohnt, wo es keinen Winter gibt, der hat mit dem Winter auch kein Problem und muss sich diesbezüglich keine weiteren Sorgen machen. Wer in der Lage ist, schnell und effizient große Strecken zurückzulegen, Zugvogel, der kann den Winter dementsprechend auch woanders verbringen, indem er Sommerurlaub irgendwo macht, Winterurlaub macht, wo es warm ist. Es gibt ja auch durchaus da verschiedene Verhaltensweisen und verschiedene Tiere, die da mit verschiedenen Möglichkeiten arbeiten. So. Ja, Gründen, dass niemand im Bild sein sollte, der nicht rein will, bin ich jetzt hier. Die anderen drei Möglichkeiten, die wollen wir ein bisschen ausführlicher behandeln, die da sind. Einmal Winterruhe, Winterschlaf und Winterstarre, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, und damit geht es jetzt dann weiter. So, ich habe mir jetzt mein Zettelchen geschnappt und dann kann ich auch soweit loslegen. Wir fangen jetzt an mit dem Winterschlaf oder auch dem Topor. Der Topor ist, das kann ich vielleicht gleich mal am Anfang erzählen, ist so ein spezieller Zustand, der dem Winterschlaf physiologisch sehr ähnlich ist. Winterschlaf ist dadurch gekennzeichnet, dass beim Schlafvorgang der Stoffwechsel extrem runterfährt. Soll heißen, der Winterschlafende hat eine deutlich reduzierte Körpertemperatur, deutlich reduzierten Herzschlag und damit einhergehend deutlich reduzierte Atmung. Übrigens bei der Winterstarre kann es sogar sein, dass die Atmung vollständig aussetzt, zumindest die klassische Atmung. Aber das ist Winterstarre, das ist nochmal was anderes. Ja, beim Winterschlaf jedenfalls erstmal nur eine starke Reduktion. Und der Topor, der ist im Prinzip ein physiologisch gesehen sehr, sehr ähnlicher Vorgang, mit dem Unterschied, dass das zum Beispiel bei Vögeln stattfindet. Vögel halten nämlich keinen Winterschlaf im Sinne von, dass die ganz lange Zeit pennen. So ein Winterschlaf, also die einzelnen Schlafphasen, die echten Schlafphasen, dazu kommen wir gleich, die dauern 10 Tage maximal, maximal. Also ich glaube, es gibt wenig Tiere, die länger als 10 Tage am Stück. Bei den Bilchen, Siebenschläfer, Gartenschläfer und Haselmaus, das sind die Bilche, zumindest die heimischen Bilche, meines Wissens sind es die drei. Da ist es nochmal ein bisschen was anderes, die halten noch etwas länger durch, das sind die Penntiere schlechthin. Niemand schläft intensiver und mehr als die Bilche, zumindest nicht in Europa. Topor hingegen ist also eben nur ein sehr kurz anhaltender Zustand, der oft dann von Vögeln betrieben wird. Er ist zum Beispiel lebenswichtig für den Kolibri, weil der einfach einen derart hohen Stoffwechsel hat, der könnte nicht mal die Nacht überstehen, auf einem Zweig sitzend, ohne zu verhungern. Und darum muss er also in einen Tiefschlaf, in einen winterschlafartigen Zustand verfallen, um überhaupt in der Lage sein, eine Nacht überstehen zu können, ohne was zu fressen, weil der Energieverbrauch vom Kolibri
Fibrin mit dem Herzschlag, den der hat und dem Puls. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse und drum ist das notwendig. Ja, der Topor kann auch eingesetzt werden, insbesondere auch wieder von Vögeln, dann aber auch im Winter, als schon eine gewisse Art von Winterzeitüberbrückung, wenn zum Beispiel gerade ein Schneesturm tobt und ein kleiner Vogel kann nicht raus, muss aber trotzdem irgendwo gucken, dass er nicht verhungert in der Zeit, wo er nicht raus kann. Und ein kleiner Vogel hat einen vergleichsweise hohen Energieverbrauch und muss regelmäßig Nahrung zu sich nehmen. Und darum kann ein Schneesturm, der ihn 2 Tage irgendwie nicht rumfliegen und Nahrung suchen lässt, schon tödlich sein, wenn man dann nicht in eine Starre, die Ressourcen spart, entsprechend verfällt. So, aber jetzt zum echten Winterschlaf. Der echte Winterschlaf tritt nur bei Säugetieren auf. Und zwar bei den heimischen Säugetieren. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Ja, eben die Bilche, Haselmaus, Gartenschläfer und Siebenschläfer. Dann das Murmeltier, mehr oder weniger heimisch, also halt dann eben in den Alpen dann irgendwann. Der Braunbrustigel, also unser europäischer Igel, das ist der Braunbrustigel. Und Fledermäuse, manche Fledermäuse. Weltweit gibt es natürlich auch Fledermäuse, die zum Beispiel in den Tropen vorkommen, die logischerweise keinen Winterschlaf halten, weil da gibt es keinen Winter. Aber unsere heimischen Fledermäuse, die halten alle einen ziemlich intensiven und auch echten Winterschlaf. So, grundsätzlich müssen wir auch nochmal uns angucken, die genannten Tiere sind meistens relativ klein. Es ist also ein typisches Charakteristikum, dass eher kleine Säugetiere eher Winterschlaf halten. Bis auf die ganz, ganz Kleinen, die würden das nicht überleben. Ein Winterschlaf ist jetzt also, ich habe es ja schon gesagt, dadurch gekennzeichnet, dass die Körpertemperatur massiv abfällt. Das heißt, bei den meisten Säugetieren, die so eine Körpertemperatur von ganz grob 35 bis 42 Grad haben im Normalzustand. Ja, es gibt Säugetiere, die haben immer 42 Grad Fieber und das ist für die auch völlig normal. Fledermäuse beispielsweise leben auf sehr hoher Körpertemperatur. Gibt es viele Theorien, warum das so ist. Eine Theorie besagt, naja, weil die so viele Krankheitserreger abbekommen durch ihre Lebensweise, dass sie quasi im dauerhaft fiebertösen Zustand sich befinden, damit diese Krankheitserreger ihnen gar nicht gefährlich werden können. Das ist ein interessanter Ansatz. Tatsache ist, viele Viren, Bakterien und so weiter und so fort haben bei der Körpertemperatur schon Schwierigkeiten, die Fledermaus da auffährt. Naja, aber von eben der normalen Säugetierkörpertemperatur, die ja auch immer gleichbleibend ist, sofern kein Winterschlaf stattfindet, wird runtergefahren auf irgendwas zwischen 9 und 1 Grad Körpertemperatur. Das ist also eine massive Reduktion und damit einhergehend, beispielsweise beim Igel, beim Braunbrustigel, ist quasi 99%ige Runterfahrung vom Stoffwechsel. Ungefähr, also um den Faktor 100 wird der Stoffwechsel verringert. Herzschlag wirklich nur noch ganz, ganz, ganz selten. Atemzüge finden, wenn sie überhaupt stattfinden, nur in sehr, sehr flacher Form und auch nur sehr, sehr selten statt. Und es wird wirklich minimals nur Energie verbraucht. Weshalb eben ein kleines Tier wie der Igel, der eigentlich einen hohen Stoffwechsel hat, je kleiner das Tier, desto schneller der Stoffwechsel, dann auch durch seinen intensiven Winterschlaf in der Lage ist, sofern er sich vorher genügend Fett angefressen hat, den Winter ganz gut zu überstehen. Da ist es dann auch relativ egal, wie kalt dieser Winter sein wird. Ja, klappt gut. So, was wir nicht wissen zum Thema Winterschlaf, das wäre noch zu erwähnen, ist, wovon wird der ausgelöst und von was wird der wieder beendet? Es gibt da natürlich verschiedene Theorien dazu, welcher Faktor es letztendlich ist oder welche Mischung aus Faktoren dafür verantwortlich ist, den Winterschlaf dann wieder abzubrechen und auszulösen. Vermutet kann werden zum Beispiel die Vitamin-D-Produktion. Vitamin-D-Produktion findet bei uns Säugetieren dann statt, wenn wir UV-Strahlung abbekommen, ganz grob gesagt, also uns im Licht befinden. Und wenn die Vitamin-D-Produktion abnimmt, kann das daran liegen, dass einfach die Tageslänge kürzer geworden ist und das dann eine gewisse Müdigkeit einleitet, die dann nach und nach eben in den Winterschlaf überführt. Und ja, das wäre ein gängiger Ansatz, vielleicht auch einer der besseren. Ich will jetzt gar nicht erst alle aufzählen. Hallo. Ja, ein wichtiges Kennzeichen von winterschlafhaltenden Tieren ist dann, dass sie auch im Alter,
also im Erwachsenenstadium noch über das sogenannte braune Fettgewebe verfügen. Braunes Fettgewebe sind Spezialzellen, die eigentlich nur dafür da sind, Hitze zu erzeugen. Eine normale Muskelzelle beispielsweise, die erzeugt Wärme als Nebenprodukt von der physikalischen Arbeit, die sie verrichtet, also kontrahieren und wieder erschlaffen und kontrahieren und wieder erschlaffen und so weiter und so fort, was dann letztendlich eine Bewegung eben entsprechend erzeugen kann. Und dass dabei Wärme entsteht, liegt einfach eben daran, dass da nun mal Energie umgesetzt wird und dann wird immer Wärme frei. Braunes Fettgewebe hingegen ist als einziges Material, ja, als einzige Körperzelle, die bei uns Säugern vorkommt, in der Lage, ohne irgendwas anderes zu tun, einfach nur Leerlaufarbeit zu verrichten, sozusagen. Und diese Leerlaufarbeit hat allein den Zweck, dass dabei Wärme frei wird. Und die ist in diesem Fall kein Abbauprodukt, sondern alleiniger Zweck von dieser Leerlaufstoffwechseltätigkeit und dient dazu, bei winterschlafhaltenden Tieren die wieder aus diesem Stadium des Winterschlafs hervorzuholen. Weil es wäre eigentlich, hätte man nicht so ein spezielles Gewebe, das per se ohne Bewegung Wärme erzeugen kann, könnte man nicht aufwachen, weil man kann sich ja nicht bewegen, solange man sich eben in diesem stoffwechselreduzierten Zustand befindet und braucht also dieses Heizung-Anwerfen-Gewebe unbedingt, um aus dem Winterschlaf wieder aufwachen zu können. Weshalb wir Menschen keinen Winterschlaf halten könnten, weil wir haben entweder gar keins oder nur winzige Reste von braunem Fettgewebe, die auf keinen Fall ausreichen würden, unsere Körpertemperatur nennenswert anzuheben, sollten wir mal auf, weiß ich nicht, 9 Grad Körpertemperatur abkühlen, dann sind wir ziemlich sicher ziemlich tot. Nicht zwingend, aber ziemlich sicher. So, außer man kriegt uns halt irgendwie durch andere Fremdeinwirkungen wieder warm, aber wir selber können uns dann nicht wieder aufwecken. Mensch hat trotzdem auch braunes Fettgewebe, wie nämlich jedes Säugetier, im Babystadium. Ne? Also junge Menschen haben dann auch im Nacken und ich glaube auf der Brust durchaus einzelne Partien von diesem braunen Fett, Babys, und sind damit, das ist einfach dafür da, dass die halt warm bleiben. Weil gerade wenn man sehr jung ist, dann ist Kälte ein Problem, noch mehr als später. Und damit die dann auch ja wirklich, wirklich schön warm bleiben, haben sie eben dieses braune Fettgewebe. Das hat nichts mit dem sogenannten Babyspeck zu tun. Das ist dann wiederum Isolationsfett und normales weißes Fettgewebe. Ja, manche Leute, man vermutet inzwischen irgendwo so zwischen 10% und 20% der Erwachsenen irgend sowas haben dann auch noch Reste von braunem Fettgewebe. Und das ist derzeit auch ein beliebter wissenschaftlicher Ansatz, um zu erklären, warum es manche Leute gibt, die tatsächlich nackig durch den Schnee rennen können und dabei scheinbar irgendwie sich noch gut fühlen. Ne? das wäre also zur Physiologie zu sagen. Auch ganz wichtig ist, dass beim Winterschlaf nicht durchgeschlafen wird, sondern immer phasenweise eben dieser stoffwechselreduzierte, komaartige Zustand stattfindet, bei dem dann auch ein Aufwecken nicht möglich ist. Also heißt, wenn man einen Winterschläfer beim Winterschlaf tatsächlich stört, dann zum Beispiel ein Bilch, eine Haselmaus, dann kann man die aus ihrem Kasten, wo sie drin hockt, oder wenn sie jetzt Kasten im Fall vom Bilchmonitoring, vom Haselmausmonitoring, hängt man so Kästen auf, guckt, ob sie drin ist. Wenn sie drin ist im Winter, dann kann man die auf die Hand nehmen, man kann sie verbiegen, man kann sie ausrollen, man kann sie vermessen und wiegen und man rollt sie wieder zusammen und setzt sie wieder in ihren Kasten und sie hat davon nichts mitbekommen, weil sie sich halt eben im Winterschlaf befindet. Das ist ein wesentliches Kennzeichen davon, dass es sich um echten Winterschlaf handelt, während der Schlafphasen überhaupt keine Reaktion auf irgendwelche Reize der Außenwelt. Winterschlaf ist anstrengend und darum findet er eben nur in diesen Phasen statt, weil zwischendurch muss aufgewacht werden, damit man sich vom Winterschlaf erholen kann. Wie tut man das, indem man normal schläft? Also aufwachen aus dem Winterschlaf bedeutet nicht, dass die Tiere jetzt gähnen, aufstehen und sich einen Kaffee machen, sondern sie erwachen aus diesem komatösen Schlaf für normalen, gesunden Schlaf, bei dem möglicherweise auch Träume stattfinden, sofern wir wissen nicht, ob Tiere träumen, aber falls sie es tun, dann wäre das beim normalen Schlaf wahrscheinlich der Fall. Und danach versinken sie dann wieder für die nächste Winterschlafphase in den eigentlichen Winterschlaf. So.
da Winterschlaf sehr anstrengend ist, kann man vermuten, so gesund ist das vielleicht gar nicht. Und das stimmt auch. Winterschlaf hat nämlich massive Nachteile fürs Hirn. Eine Woche rumzuliegen ohne irgendeine nennenswerte Hirnaktivität führt nämlich dazu, dass besagtes Hirn dann ein bisschen verkümmert. Und das äußert sich darin, dass man zum Beispiel beim Nerz, hat man das mal untersucht, man hat den Nerzen beigebracht, irgendwann im Frühling bis Sommer, wie sie erstens mal diverse Kunststückchen vorführen können, wie sie mit anderen Nerzen kooperieren können, um an Futter zu können, wie sie einen simplen Hebel drücken müssen, damit aus einer Futterluke Futter rauskommt und so weiter. Also nichts besonders super kompliziertes, das können auch Mäuse, das können Ratten, also so ziemlich jedes Tier, mit dem man solche Versuche, um die tierische Intelligenz zu untersuchen, durchführt, kriegt so einfache Hebel drücken und Futter kommt raus. Also Aktion und Belohnungssachen kriegt eigentlich fast jedes Tier hin und das können die allermeisten lernen. So, ist also an sich jetzt nichts Fancy-mäßiges, Nerz ist also nicht unglaublich super, super schlau, aber Nerz hält unter Umständen Winterschlaf. So, und nach dem Winterschlaf hat man eben die gleichen Nerze, denen man vorher eben diese Tricks beigebracht hatte, nochmal eben da reingesetzt in diesen Versuchsapparatkasten, wo sie dann den Knopf drücken müssen, um Futter zu bekommen, unter anderem. Und siehe da, fast keiner von den Nerzen hat das noch hinbekommen. Und man hat jetzt auch das Ganze physiologisch mal untersucht und festgestellt, dass es wahrscheinlich, das ist alles noch nicht so hundertprozentig spruchreif, ja, aber es gibt auf jeden Fall gute Anzeichen, dass es so sein könnte, dass eben Winterschlaf auch eben zum Abbau von tatsächlich Hirnzellen führt, weil die Inaktivität des Gehirns macht es schlicht und ergreifend doof. Das ist wie beim gewisse Fernsehsender gucken, das baut auch Hirnzellen ab und macht auch immer döver, und wenn man genug davon geguckt hat, ist man irgendwann gar nicht mehr in der Lage, zum Beispiel meine Videos zu verstehen. Und das wäre doch schade. Gut, aber das wollte ich auf jeden Fall noch schnell loswerden. Dass das Hirn aber auch wahnsinnig weit runterfährt, ist absolut notwendig, weil so ein Gehirn, gerade bei uns Säugetieren, die wir über ein hochentwickeltes Gehirn verfügen, insbesondere bei uns Menschen ist das ein krasses Thema, braucht unglaublich viel Energie, und man könnte sich einfach Hirnaktivität im Sinne von aktives Nachdenken über was auch immer auf keinen Fall leisten, wenn man den Stoffwechsel derart runterfahren will. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Nochmal zum Thema Aufwachen. Dann haben wir aber auch an der Stelle das ganze Thema erstmal. Aufwachen ist möglich, langfristig gesehen. Insbesondere ist Aufwachen dann möglich, wenn die Tiere, während sie gerade in einer Normalschlafphase sind, gestört werden. Dann können sie also auch auf dem Winterschlaf vollständig aufwachen. In der Normalschlafphase sind sie auch in der Lage, Umweltreize ein bisschen wahrzunehmen. Also wenn sie merken, es wird besonders kalt oder es ist ja schon warm, dann können sie eben dann aktiv, wie auch immer das gesteuert ist, ob sie das entscheiden können, ob das dann hormonell geregelt ist, das weiß keiner so genau, aber dann können sie tatsächlich aufwachen. Es ist möglich, aufzuwachen, festzustellen, was die Sache ist, gegebenenfalls auf eine Gefahr reagieren, wenn meinetwegen eine Höhle geflutet ist oder die Schneedecke runtergebrochen und so weiter, dann ein Stückchen weiter tiefer in die Höhle reinkriechen, das reicht dann ja möglicherweise schon aus, aber diese Aufwachprozesse finden halt dadurch statt, dass das braune Fettgewebe eben rotiert und die Körperwärme hochschraubt, bis die wieder in Normalzustand zurückgekehrt ist oder wenige Grad drunter, damit überhaupt eine normale Bewegung und eine normale Sinnes- und Geisteswahrnehmung des entsprechenden Tieres möglich ist. Dieses Hochkurbeln vom Stoffwechsel braucht enorm viel Energie. Und darum ist ein Tier, das mehrfach im Winter so weit gestört wird, dass es aufwacht oder der Aufwachprozess eingeleitet wird, ist hochgradig vom Tod bedroht, weil eben dieses mehrfache Aufwachen so viel Energie verbraucht, dass dann irgendwann nicht mehr genug Energie für nochmal Aufwachen, wenn tatsächlich Frühling wäre, vorhanden ist. Und bei vielen Tieren ist es ja auch so, dass sie weiterhin noch auf ihren Winterspeck ein bisschen ins Frühjahr rein, obwohl sie schon aufgewacht sind, angewiesen sind, weil auch wenn es wärmer wird und der Schnee langsam zu tauen beginnt und die Tiere schon aufwachen, heißt das ja noch lange nicht, dass hier alles voll wäre mit Futter. Ja.
und damit kann das also wirklich fatal sein. Man sollte also Winterschlaf haltende Tiere, auch wenn es möglich ist, die auf die Hand zu nehmen und auszurollen und wieder einzurollen und solche Späße, sollte man, wenn es nicht wissenschaftlichen Zwecken dient, nach Möglichkeit vermeiden, weil es kann halt schon sein, dass das jetzt ein Aufwachzyklus ausgelöst hat, auch wenn es im ersten Moment mal geht und so aussieht, als würde dem Tier dabei nichts passieren. Man weiß es nicht so genau, deshalb Winterschläfer sollte man beim Winterschlaf halt nach Möglichkeit auch nicht stören. Wir hatten mal einen Igel im Garten, der lebte unter einem Grasbüschel. Dann kam meine Mutter und hat das Grasbüschel weggeschnibbelt, weil sie der Meinung war, es ist eine gute Zeit, um Grasbüschel wegzuschnibbeln, und hat den Igel drunter gefunden. Der hatte schon zu diesem Zeitpunkt Winterschlaf gehalten, der hat sich auch nicht bewegt und ist nicht geflüchtet und sonst wie. Aber dadurch, dass ihm dann die Isolation gefehlt hat, bevor Mutter noch irgendwie reagieren konnte und sich irgendwas hat einfallen lassen, was er jetzt mit dem Igel machen soll, ist der Igel aufgewacht, weggewandert, wohin auch immer. Es war ein dicker Igel, also dem ging es gut. Wahrscheinlich woanders wieder in den Winterschlaf zurückgefallen. Aber es war schon eine Störung, die ein Aufwachen nötig gemacht hat, weil die Isolation eben ohne Gras, unter dem man sich verstecken kann, miserabel. Ne? So. Jo, und jetzt reicht's eigentlich auch. Winterstarre und Winterruhe machen wir nochmal in einem separaten Teil, der vielleicht ein kleines bisschen kürzer ausfallen könnte. Aber das an dieser Stelle hier. Und wir gehen jetzt irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist. Also auch nicht warm, aber zumindest ein bisschen wärmer, weil mit dieser Aussicht kommt leider auch eine recht gewisse Wetterexponiertheit und ein gewisser Wind. Und das führt natürlich zu schnellerem Auskühlen als irgendwo, wo es windstill ist. Und darum gehen wir jetzt dahin. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und keine Ahnung, wenn der zweite Teil hiervon kommt, aber er kommt irgendwann. Bis morgen, da gibt es auch Erbes. Tschüss.